Aber ich glaube, man findet ein bisschen seltenere Sachen, wenn man mit mehreren Leuten spielt. Ich den kann ich nicht einschätzen. Autos? Auch wieder schön in Pink. Ja, müssen wir eine männliche Farbe nehmen. Muss ich glaube nochmal den Rest von der Mettwurst aufessen. War so schon seit einem Monat verfallen, aber ist egal. No. Ich war eingeschweißt, da kann nichts passieren, Marco. Jetzt gibt es auch nicht Wir sind Erfahrungspunkte. übrigens an der falschen Stelle. Nein, oder? No. Ja, können wir nicht irgendwas anderes hier abgeben, vielleicht? Keine Ahnung. Ich glaube, ich kann gleich durch. Was? Das? Ja, eins Das konnte man stimmt. abgeben. Sniper Rifle hast du gerade bekommen. Wieder zu Chad Sanders. Der da direkt am Ausgang steht. Warte, 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 warte. Das war grad geil. Ich fass grad los mit den Typen. Waschen uns das übelst lange und ich töte die erstmal. Ja, alles in der Aufnahme. Jeder kleine Scheiß. Naja, nee. Du bist das, was du siehst. Ja. Ding, die User zu sehen, aber das, was ich gerade gesehen habe, war lustig. Wo ist Hallo? denn das Ding? Nee, hä? Er ist links unten auf der Map. Am Ausgang. Ist das überhaupt ein Ausgang? Okay. Dann ist es. Ach ne, ist was anderes dann. Lass uns tauschen. Ganz davon abgesehen, dass ich mein Inventar noch nie abgelegt habe, während ich auf Toilette war. Wo seid ihr? Wir müssen aber dann. Ja, aber ich will trotzdem mal da unten rein, weil da unten ist eine Kiste. Ich habe mich gerade verfahren. Geht denn das? Ja, ihr seid übelst weit vorgefahren und ich will das rausgehen. Du bist tot. Ich will das uns gehen. Ich hab gerade im Rückwärtsgang aus Versehen kaputt gefahren. Aus Versehen, aber echt. Ja. Top-Ding stellt sich immer vor den Sniper. Sorry, was seid ihr? Schwerer Treffer! Da, wo es eine Kiste gibt. Irgendwo unten in einem Berg. Ich glaube, das was? Ist deine. Level 19 Shotgun. Ne, Support Machine Gun. 50 Schuss im Magazin. Wo seid ihr? Unten in einem Haus. Da gibt's nichts für dich Interessantes drin. Im Keller oder was? Ja. Die ist schon fett, oder? Die ist fett. Nehm ich. Vor allem kannst du die auch benutzen, das ist das Geile. Warum gibt's da nichts für mich? Aber weil die Kiste leer ist schon. In dem Dings gab's auch einiges. Wartet wenigstens mal auf mich, wenn ihr jetzt Auto fahrt, ey. Das ist rot, wenn ihr schon weg seid. Burning Viper. Oh, ich will einen Revolver haben. Ich will einen Revolver haben. Ich habe auch nie genug Geld. Was kostet der denn? Nee, ich glaube, ich habe inzwischen genug Geld. Doch. Habt das dann? So, hier, der Revolver, Level 15. Meins. Haben noch 700 übrig. Cool, siehst du das, was ich sehe, Gubi? Diese Rampe hier? Ich weiß ja nicht, was du siehst. Und die das ist Rampe keine Rampe, das ist das Haus, du Held. Aber du fährst schon wieder in die falsche Richtung. Deine bisherigen Aufgaben waren noch leicht zu lösen. Jetzt wartet mit Sledge eine echte Prüfung auf dich. Wollen wir das hier noch kalt machen? Nee. Der ist Level 17. Piss auf. Das ist da, wo Auto landet. Mist, das passt ja also gar nicht dann durch. Eher zum Todeskreis nochmal gehen oder die Tagebücher können wir jetzt zu Ende machen.
Todeskreuz. Würde erstmal sagen, einfach einsammeln hier das Zeug, ne? Das wäre das oder einfachste. Das eine Tagebuch weg. Ach, das war das. War das Stück da hinten, weiter. Das ist auch klar um die Ecke eigentlich. Soll ich lieber Tagebuch machen? Hm, können wir beides noch machen von mir aus. Wollt ihr das Zeug hier nie öffnen? Nee. Nö, machst du doch. Kriegst du doch mal die Herausforderung, seid ihr froh. Tolle Herausforderung. Aber dafür machst du nicht mal alles, ey, ehrlich. Ja, ich hab den Rest, kann ich nicht einsammeln. Ne, da waren noch zwei Sachen, die nie offen waren. Achso. Habt ihr da schon ein paar Mal geschafft. Das ist doch hier klein, da ist auch das Tagebuch schon. Komm, jetzt der Tagebuch. Benny, wenn du das nicht hingehen würdest, hätte ich auch immer was zu spielen, aber. Das SMG ist geil. Das ist kein SMG, das ist eine Combat Rifle. Macht übelsten Damage. Ja, durch das Tagebuch. Das ist die Geschichte von dem ganzen Ding. Scheiß. Wie geht's? Trotzdem blöd. Ich hab schon gefunden. Ja, ich hab bloß ein paar Kisten. Wo bist denn du hingefahren? Ja, so ein Keks. Auf jeden Fall gestorben. Das ist jetzt nicht mehr ein Problem. Nicht. Oh, du bist sogar wie tot. Ey, dass du immer irgendwo hinfahren musst, wo du nie hingehörst. Das ist nämlich der Bereich von einer höheren Quest. Ich hab fast alle tot gekriegt. Na, no, anscheinend ja nie. Ui! Gegen die Laterne. Oder fast. Ja doch, schon irgendwie dagegen. Oh. Liegt hier noch Zeug? Und jetzt wieder neu. Na, Felix noch am Leben. Das ist großartig! Nee, wieder am Leben. Kommst du dann wieder das zu uns? Ja, gleich. Probier's es noch einmal. Der war ja schon fast alles tot. Na, nochmal sterben, okay. Nee, da ist nichts mehr hinten, glaube ich. Ja. Wenn sie mit dem Typen müssen wir jetzt nicht quatschen. Meet and greet, Todeskreis. Todeskreis runter 1, Level 12. Schauen wir das auch straight. Geht vielleicht, aber ich glaube, das aktiviert sich gar nicht, wenn wir nie alle drin sind. Das ist natürlich doof. Felix. Kommt der jetzt irgendwo hier raus? Ich glaube nie. Kauf dir ein Erste-Hilfe-Kit. Du nicht 200er Schild gibt's. Und eine lila Waffe. Eine Schrotflinte mit Sniper-Optik. Ich hab ein blaues Sniper. Wo ist denn das aufgesammelt? Mit 122 Schaden. Das ist schon ziemlich geil. Warum ich das her hab? Wie kann ich das droppen? Mit Leertaste, wenn du es ausgewählt hast. Das ist, war kein Sniper. Ups. Was du gerade gedroppt hast, musst du draufklicken. Mad? Nehm ich. Waffen von Jacobs haben eine überzeugende Eigenschaft. Power! Und mal ehrlich, was braucht man mehr? Gibt's einen Revolver, der 7x45 Schaden macht. Was? Mhm. Nett, Level 16, 23.000. Ja, aber ein Revolver, das sieht aus wie eine Schrotflinte, als ob der eine Schrotflinte abfeuern würde. Naja, wenn er 7 Schaden... 7 dann macht er das komplette Magazin leer. Jo. Mit einem Schuss, du musst nachladen, na super. Hä, da sind aber nur 6 Schuss drin? Ja, das ist ja das Komische. Das ist geil.
Felix. Ja, ich bin wieder auf dem Weg. Und wir wirst noch schnell ein Auto. Felix. Da liegt noch Geld rum. Sammel es halt ein. Ich bin auf der Tribüne. Was soll ich jetzt eigentlich bei euch? Kämpfen! Draufgehen? Okay, draufgehen. Eigentlich kämpfen und gewinnen. Quest. Quest erledigen. Was schießt du denn bitte? Auf dich. Warum? Weil es kann. Warum kannst du das? Moment, ich zeig's nochmal. Hier, bam. Ja, kann daneben. Das. Daneben. Nee. Ja, war aber daneben. Ja, vielleicht. Warum steht hier schon ein zweites Auto? Weil wir schon drin sind. Ihr seid jetzt direkt in der Arena hier. Ja, wir warten nur noch darauf, dass du gerade kommst, dass wir die Arena anfangen können. Mal schön Munition kochen. Wo bist du denn? Hä? Ich bin im Menü, ich kann die Reise. Du bist an der falschen Stelle. Ja. Du musst da, wo unsere Namen stehen, hin. Ja, aber warum stand da jetzt schon zwei Autos? Ah, ich habe vielleicht ein Auto von euch. Da hingefahren? Also gibt's maximal bloß zwei Autos, die anderen ja, sind. Ja, ich habe wahrscheinlich ein Auto von euch neu generiert. Hm, danke. Ja, hast du. Also hier draußen steht Kerb, kennst du. Du bist ein Fuchs, ich ey, ehrlich. Ich bin der Held vom Erdbeerfeld. Unser Fuchs im Spiel. Schaffst du es irgendwann zu uns? Ich hoffe doch. Es ruckelt aber auch ein bisschen. Naja. Ja, geht. Okay. Ey, hoffe ich zu schieben! So, wir müssen jetzt hier rein. Mitfährst, aber passt nee, schon. Wir müssen doch hier rein. Aussteigen. Du nimmst das Auto. Das kann ich eigentlich echt fast durchmachen, das ist schon 51. Aber ich gehe dann trotzdem pennen. Ich mach die durch. Ich darf die 4 Stunden besser als nicht. Nehmen wir es mal rein. Was machen wir jetzt? Alles killen, was kommt und überleben. Genau. Also wenn die Aufgabe ausgewählt wäre, würde da schon eine Runde überleben. Also das, was ich gerade nicht kann. Warum sollte ich mir kurz eine Muni holen? Ich hab nur Raketen, dafür überhaupt noch keine Muni. Das können wir nie ahnen, was du für Muni hast. Du musst halt mit blauen Kreis gehen, ja, da gibt's Muni. Laut, oder? Aua. Kann mir jemand helfen? Danke. Der hat gerade geruckelt. Keine Muni mehr, ey. So ein Fuck. Der sagt anschmeißen. Oder muss halt was aufnehmen. Hey, komm, den schaffen wir jetzt so. Dafür wahrscheinlich jetzt nur mehr einen Raketenwerfer. Todeskreis 1 bereits zum Abschließen. Ich glaube, es gibt irgendwie 3 Runden davon und die werden immer im Level höher und anspruchsvoller. Ja, ich muss mal Muni nachkaufen auf jeden Fall, sonst überstehe ich die nie alle. Ich habe gerade ein Schild bekommen, jetzt ist er schon Level 15. Hm, wo kann man Muni? 8 oder? Ja. Ganz toll. Ah. Wollen wir jetzt den Level 15er noch versuchen? Ja. Wer braucht
schon einen richtigen Arzt. Wow, das stimmt. Ich hab 60. Was bekommen, was ich bekommen hab? Was hat das Schild? Ein 60er Schild. Also ich hab ein 117er Schild bekommen. Das finde ich komisch. Ich glaube, ihr müsst mal die Quests abgeben, sonst krieg ich immer nur den ganzen Spaß. Kann übrigens auch hinter dir was rauskommen, ne? Passiert das nämlich sogar. Jetzt zum Beispiel. Man kann aber auch nicht vorbei sein. Ja, das ist einfach dann halt blöd gelaufen. Ah, das gibt's aber nie, ey. Längst dabei. Au! Relativ effektiv der Schockschaden, ne? Jetzt brauche ich keinen Arzt. So sehe ich das anders. Nee, sah sehr effektiv aus. Level up! Juhu! Jetzt habe ich eine Explosivklebe Level 35 bekommen. Das ist nämlich Level 18, die letzte Variante davon. Ich gebe mir den ganzen Scheiß auf Kurven. Wenn du eine Behandlung brauchst, immer reinspaziert. Ah. Was, die letzte. Wollen wir das letzte jetzt auch machen? Oder? Wartet ihr mal kurz. Wenn das Level 18 ist? Wartet ihr mal kurz. Würde ich jetzt nie sagen. Ich habe ja noch Sniper, 56 Schaden, mal 2 Feuer. Hier gibt's Medikamente. Recht aggressiv gegen nackte Haut. Nee, brauch ich nicht. Wir können, ich will das mal kurz eben euch verkaufen und so. Wenn ihr mal eben warten würdet. Übelst nett. Siehst du, dass Chef Sanders in den Arid Badlands jetzt habe ich einen geilen Revolver. Der ist geil. Guck mal, was ich für einen tollen Revolver habe. Mal 4 Feuer. Explosionsschaden. Mal 4 Schockschaden habe ich hier. Ein Rocket Launcher. 214 Schaden. Sollen wir mal hoch gucken, wie hoch meiner ist. 183 plus. Machen wir mit 30.000. Aber das ist nicht mal 4 Schockschaden, sondern je höher diese Zahl ist beim Schockschaden, desto die Wahrscheinlichkeit höher des Schockschaden. Ja, aber der Schaden an sich ist schon viel höher. Achso, das ist was anderes. Glaubst du erst, wie effektiv das gegen Gegner ist? Könnt ihr noch ein bisschen warten, das wäre ewig nett. Ich würde sagen, wir machen Schluss, oder? Ja, würde ich nämlich auch sagen. Ja, warte mal, wir können jetzt noch die eine Runde machen, oder? Wenn es drei Runden Level 18, die schaffen wir nicht. Achso.
Deswegen haben wir jetzt gesagt, wir würden erstmal Pause machen. Ich würde auch nochmal kurz reskillen. Reskillen. Da. Kauf zurücksetzen. Ich will mal meinen Rocket Launcher ausprobieren. 2000 kostet mich das. Oh. Unbedingt mal meinen Rocket Launcher ausprobieren. Ausprobieren, 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 ausprobieren. Ausprobieren. 73 Schaden. Wie viel macht meiner momentan? 35 bloß. Will mich verarschen? Boah. So, jetzt kriegen wir nämlich, wenn ein Feind mit einem kritischen Treffer getötet wird, erhöht sich die Erfahrung, die wir bekommen. Habe ich jetzt geskillt. Damit leveln wir ein bisschen schneller. So, ich würde das hier mit beenden und ja, wäre es dann so langsam. Warte mal. Dann. Möchtest du dich noch verabschieden, Felix? Ja, tschüssi. Ich wollte aber eigentlich noch schnell hier ausrüsten. Ja, ich will doch nur die Aufnahme. Ja, dann mach die Aufnahme. So, jetzt wollen wir uns alle mal verabschieden. Ja, yeah. Tschüssi, sagt der Felix. Tschüss. Und Marco will jetzt auch noch Tschüss sagen. Und dann haben wir alle Bekloppte zusammen. Ja, super koordiniert und mein armer Kanal.